eine gute Ballstaffette. Strunz, Sammer, Klinsmann, Völler. Gut gespielt vorher von Bremen. So muss man Pässe spielen. In der Schärfe. Herrliche Flanke auf Sammer. Tolles Tor. Aber 70% dieses Tores gehen auf das Konto des Bewegungsminimalisten, des Ökonoms aus der Pfalz mit dem maximalen Flankenaufwand an die Bremer. Und fantastisch geköpft von Matthias Sammer. Das versöhnt doch für so manchen Leerlauf in der Anfangsphase dieses wunderschöne Tor. Und ich muss sagen, ich kann Andi Brehme nur immer wieder bewundern. Schon das Zuspiel vorher, wenn ich Baslers Pass im Vergleich dazu heranziehe, ideal gespielt, mit viel Gefühl und die Flanke sensationell. Es gibt wohl kaum einen Spieler auf der Welt, der Flanken dermaßen präzise und gefühlvoll schlagen kann. Kein Abseits, Völler. Nochmal Völler. Und ihm so starke Konfektionsgröße erlebt haben. Bertie Fuchs meinte, die Feinen, die Guten seien noch in Arbeit. Gestern wurde eine Sonderschicht in Sachen Eckbälle angelegt. Jetzt vielleicht einer der Feinen. Ja! Bremer, Völler, Basler. So hießen die Stationen. Kleines Gastgeschenk von Lothar Matthäus an die Adresse von Berdusco. Hooper und Samuel. Hooper, Sie haben schon gesehen, technisch kein Weltmeister, aber eine Laufmaschine im Mittelfeld. Und Onja! Dasovic, wohl einen Kopf größer gewachsen als Hässler, Zweikampf verloren. Klinsmann. Ah, gut gespielt. Basler, Völler! Und Sammer, mein Gott, solche Chancen. Aber ich würde es dem Rudi Völler so gönnen. Und der Sammer muss das Tor machen. Aber hervorragend gespielt von Jürgen Klinsmann. Genau richtig getimed auf Basler. Er ist gesprungen vor ihm. Trotzdem muss er ihn haben. Und die deutsche Mannschaft spielt jetzt besser, ganz einfach. Nach dem 1-0 hat das Heft in der Hand. So, die beiden Neuen gegeneinander. Hier haben sie im Bild. Kertle von Thomas Helmer. Onja. Thomas Helmer, also sein Gegenspieler, heißt John Kertle. Ganz ungewohntes Bild. Fast Powerplay der Kanadier, dem wir schon so viel von Eishockey gehört haben. Und der Yellow ist unglücklich auch im Rasen ein bisschen hängen geblieben. Karl-Heinz Riedle, jetzt würde er sich natürlich so eine Flanke wünschen, wie sie Andi Brehme auf Matthias Sammer vor den 1-0 geschlagen hat. Herrlich von Helmer gespielt, auf Basler, Basler alleine, muss er machen. Oh, Forrest. Auf der Forrest. Matthäus gegen Hooper. Oh, Elmer, gut gemacht. Und Riedle. Aber vom Bewegungsablauf her und auch wie er zum Ball geht bei Kopfbällen und wie er sich in Zweikämpfen verhält, gefällt mir Kalle Riedle wesentlich besser als zuletzt. Die ersten Eindrücke jedenfalls verheißen Gutes. Er sucht seine letzte Chance, das ist klar, nach den Spielen gegen Irland und Österreich ist dies hier sicherlich die letzte Chance, um gegen Bolivien von Anfang an dabei zu sein.
Wobei ich trotzdem glaube, dass die Sturmformation gegen Bolivien durchaus dieselbe sein könnte wie gegen Österreich oder auch gegen Italien. Das waren sicherlich die besten Länderspiele in dieser Saison, nämlich Klinsmann und Möller. Traumpass auf Basler. Aber es steckt wenigstens Hirn dahinter. Ist irgendwie schade für den Mario Basler, wenn er nicht zum Einsatz käme gegen Bolivien, wenn das Vierer-Mittelfeld das erprobte. Aber der, oh, weia. Vom Feld. Auch er hat sich wohler gefühlt. Sprechen auch sicherlich in diesem Fall die Verletzung. Weg in der Doliskat. Sammer, Wagner und Friedle. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Hört die Funks. Vergibt in dieser Szene einen Hilfspunkt an die Adresse von Andi Möller, was die Sturmformation gegen Bolivien betrifft. Sie treffen das Tor nicht, die beiden. Weder Riedle, zwar schwer zu spielen hier, noch hier Völler. Tja, da gibt es so einen kleinen Vogel Jakob unter den Fans, der schon seit einer Minute nur Pfiffe aus seiner Pfeife von sich gibt. Aber das sind nicht die, lassen Sie sich zu Hause nicht täuschen, des Schiedsrichters. Noch sind wir nicht ganz erlöst, muss es so formulieren nach dem Verlauf der zweiten Halbzeit. Eine gute Viertelstunde zum Ende der ersten Halbzeit, das war's. Berti wird es hoffentlich richten, es gibt noch viel zu tun. Aber an der Stammformation aus dem Österreich-Spiel führt kein Weg vorbei. Aber Kalle, wir haben über Mannschaftsteile diskutiert. Die scheinen im Moment gar nicht mehr so wichtig zu sein. Die wichtigste Abteilung ist die medizinische des Deutschen Fußballbundes an den nächsten Tag. Ja, der Vorteil der Mannschaft ist natürlich, dass sie auf vielen, vielen Positionen ganz einfach doppelt besetzt ist, doppelt gut besetzt ist, muss man direkt sagen. Wenn ein Spieler dann ausfällt, wie zum Beispiel Buchwald, dann kann er eben nahtlos im Moment durch einen Berthold oder Elmer ersetzt werden. Und darauf bleibt zu hoffen, ganz einfach, wenn... Völler! Tor! Hat ja doch noch gepasst für Rudi Völler. Das Erfolgserlebnis hat er sich für die letzten Sekunden aufgehoben. Und dieses Mal war es so, Ecke Breme, zwangsweise, weil er nun rechts spielt, von der rechten Seite wieder... Ein Maßeckball dieses Mal. Ersten Halbzeit war seine Flanke von Andi Breme, von Riedle. Sehr schön verlängert. Kommt nur einer ran an solche Bälle. Im Rückwärtslaufen köpft er den Ball noch. So, dass einer ihn verwerten kann. Und Rudi Völler mit dem 2:0.